Stirb! Ich sagte, ihr sollt unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich's. Schon gut, schon gut. Oha. Hier der Schiff scheppern. Atlantischer Unterschlag. Später am selben Tag. Also 33,5. Ja. Was soll ich jetzt machen? Soll ich das Schiff steuern? Wir müssen die Taue sichern. Ich sagte, das ist wahnsinnig. Beruhigt euch. Ich werde mich darum kümmern. Okay, ich werde mich drum kümmern. Ich muss wissen, wie das geht. Ich bin kein Seemann. Das heißt, sie haben uns 33 Tage lang verfolgt. Anstatt einfach nur irgendwie eine Nachricht rüber zu schicken. Hier, pass mal auf, Leute, da kommt einer, dann und dann ungefähr. Haut den mal zu Brei. Nee, schöppern die uns mal lieber 33 Tage hinterher. Um uns dann einem Sturm zu folgen. Muss ich hier was machen oder muss ich unten machen? Muss ich oben machen? Muss ich nach oben gehen? Geh mal nach oben. So, interagieren! Oh shit! Nein, das soll ich. Muss mich beeilen. Oh, ich bin runtergerutscht. Platz da, Oma. So, hochklettern. Wie komme ich da hoch? Ab! Los, beeil dich mal ein bisschen. Soll ich ganz hier hoch? Hallo? Gar kein Problem. Vors Gesicht! Oh nein, oh nein, armer Junge! Und ein Momentus, por favor! Denk an Schinken! Bin schon da! So, dann kommen wir im Schiff jetzt endlich mal. Da haben wir es geschafft, einfach nur weil wir es können. 72 verfickte Tage. Halt mal die Fresse, Alter.
Solche Krankheiten machen sie anscheinend breit. Möwen! Land! Das Land! Wenn Möwen zu hören sind, muss da irgendwo Land sein! Man hört schon überall Husten und... Also ein bisschen eingekehrt, da macht sie langsam die Krankheit breit. Die Ratten sind auch mit an Bord. Die Ratten. Ja, Ratten. Jetzt habe ich das R. Ratten. Na mal glubschen hier. Moin, Fettsack. Bereitet euch aufs Anlegen vor, Männer. Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Krähennest, dann seht ihr es. Ist denn schon kaputt oder nicht? Was? Limit der Gesundheit 10, Zeitlimit? Irgendwas? Keine Ahnung. Ab, hoch mit dir, Kollege. Das Krähennest, ist das nicht kaputt gegangen? Alter. Alter. Das ist ein Schiff. Boah. Sieht das geil aus. Schau's dir an, Alter. Schluckt einfach nur, Leute, ey. Alter. Sieht das Hammer aus, ey. Oh, mir kribbelt sein ganzer Körper gerade. Mission beendet. Ja, wir haben die schöne Aussicht mit diesem trüben Platz hier getauscht, meine Damen und Herren. Ich habe gerade gegähnt. Cool, wa? Nach 72 Tagen, das sind 2 Monate, über 2 Monate. Master Kenway, Master Kenway. Ja, kann ich euch helfen? Charles Lee, Sir. Schön, euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch einigt. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. Too nice, man. Ist zufällig der Sohn von John und Isabella? Genau der bin. Ihr kommt im Auftrag von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, ich... Nun, so lange bis er kommt, ich dachte... Ja, heraus damit. Vergib mir, Sir, ich hatte... Hallo, Sir. Ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Das ist sehr nett von euch. Aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich, Sir. Hier entlang. Haltet ihn, Dieb! Oh, hier sind überall Gegner. Gefällt mir gar nicht. Boston ist eine lebhafte Stadt. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr entdeckt. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Okay. Was ist das denn jetzt? Diese epic dramatische Musik. Britische Soldaten. Okay. Ja, whatever. Ja, wenn ihr mich hier stresst, ne?
Ich schlag euch zusammen, Kollegen. Geh nix. Komm damit zurück, du Schurke! Nu, interagieren. Ein Spiel spielen! Spielen wir nochmal ein Spiel. Sechser Mühle, fortgeschritten. Ach du Scheiße. Nee, komm. Ach komm, wir bei mir das jetzt mal ordentlich. Hier komm, ich will keine Erklärung. Hier, ersten Zug will ich machen. Oh, mit Einsatz. Ich will keine Wette. Na, ja, wir trotzdem spielen. Taktische Ansicht. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Habe ich noch nie gespielt. So, Digga. Setz deinen Stein for the win. Ich mach mal einen hier, ne? Ja, ich schneide ihn ordentlich ab hier. Formen Sie Mühlen, indem Sie drei Ihrer Steine in einer Reihe... Whatever. Wir werden jetzt ein... Ha, da habe ich schon gewonnen. Drei Stück in einer Reihe. Habe ich schon gewonnen jetzt. Kann er machen, was er will. Ja, gar kein Problem. So, dann breiten wir uns mal hier aus, schließen den Kreis ein bisschen. Dass er ja keine Form oder sowas hier durchbringen kann. Sehe ich gerade gucken, wie man es am... Ah, da oben ist zu. Wir pflanzen uns einmal hier hinne. Dann pflanzen wir mal einen hier hinne. Was? Ich will den da hinten pflanzen. Jetzt muss ich einer von... Ah, ich habe schon alle in Positionen jetzt, okay. Nee, ich glaube, das machen wir so. Den Schlawiner schwenken wir mal hier rüber. Ich habe irgendein Problem jetzt. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, wie es geht. Den grenzen wir jetzt mal ein bisschen ein hier. Ah, der Schwarz da hinten muss weg. Kann ich noch eine Dreierform machen hier? So, kann er da schon mal keinen setzen. Ich hab eine Idee. Ich muss nur dazu bringen, dass er diesen Stein bewegt. Bewegt diesen Stein, das Arschloch. Nehmen wir erstmal den hier und schmeißen mal hier rüber. Also ich habe echt keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Also jetzt denkt nicht, hier wird irgendwas passieren, strategisch über krassen Pläne. So, den kann ich schon nicht mehr bewegen.
verkackt. Ich kann auch nur noch einen einzigen Stein bewegen. Der kann nicht bewegt werden, der kann nicht bewegt werden. Den kann ich nicht bewegen, den kann ich nicht bewegen. Wenn sie nicht bewegen kann, ist dieser hier. Ich wollte ihn zubauen, hab mich zugebaut, ey. Fuck it off. So, Kollege, jetzt kannst du mit dem noch da hinten ausweichen. Da gehört das Ding mir. Ja, Wolski. Jetzt knallen wir den noch hier rüber, dass er mir den Weg nicht versperren kann. Dann muss ich den gleich hier in die Mitte runterziehen. Genau. Ja, zwar keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringt, aber... Nein, er hat's mir verkackt! Das miese Schwein! Was? Warum? Da hätte ich das ja auch machen können. Da hätte ich mit diesen Schwarzen hier krallen können. Verfickter Bob, du. Das habe ich verloren. Hier will ich mehr. Bläh. Akzeptieren. Kein Bock mehr hier, wenn er so cheaten kann hier. Dreckspiel. Da habe ich einen Briefkastentypen. Ja, also bitte. Verdammte Schnösel, diese Stadt wird nochmal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt. Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach, der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin, ist mir eine Ehre. Oh! Haven Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Nun, das war interessant. Benjamin Franklin, Leute! Und mit diesem netten Gesicht von Benjamin Franklin mäßig Gedönse machen wir auch erstmal eine Aufnahmepause. Wir haben jetzt 1,5 Stunden aufgenommen. Die Zeit verflog ja wie im Flug mäßig verfliegt ist. Oh, ich muss mich auch ordentlich dehnen. Kriegt euch aber Besuch. Ein paar geschäftlichen Dinge machen. Ich will mal das erste Video schon mal rendern, weil einige schon gespannt drauf warten auf diese erste Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schrottet alles in die Kommentare wie eh und je. Und ja. Hoffentlich sieht man. Oh, Hundi! Hoffentlich sieht man sich mit diesem süßen Hundi nochmal. Katschi! Oh, wie süß! Ja, feiner, braver Hundi! Ja, fein! Ja, ich bin so knuffig. Ja, du bist ja feiner Junge. Ja, brav. Tschüss, Hundi! Okay, wie gesagt, seht euch noch dieses wunderschöne Schiff an. Wisst ihr was? Wir werden noch eine schöne Aussicht mal versuchen hinzukriegen. Okay, das war nicht geplant. Aber das ist doch ein schöner Abschied. So, hoffentlich sieht man sich mal online. Tschüss! Kann ich hier speichern? 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 Aktion.